Liebe Zuschauer, vor kurzem war es in den Kinos noch der absolute Renner und morgen Abend läuft es hier bei uns in Sat.1. Der absolute Kinohit Ghostbusters, einer der umsatzträchtigsten Filme der letzten Zeit. Allein in Amerika hat er insgesamt sage und schreibe 221 Millionen Dollar eingespielt. Ja, und falls Sie eine Schwäche für übernatürliche Phänomene haben, dann kommen Sie mit diesem Film ganz bestimmt auf Ihre Kosten. Du bist hier? Ja, was hast du? Das ist bedeutend, Peter, das ist unglaublich bedeutend. Hier findet eindeutig etwas statt. Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Der Kinoerfolg. Es ist hier. Jetzt in Sat.1. Lass mich! Schnappt sie euch! Ghostbusters! Das gibt's hier also doch. Geister treiben ihr Unwesen. Hallo Geisterjäger. Wir haben einen! Drei Wissenschaftler als Geisterjäger im Kampf gegen kleine grüne Kobolde? Ekelhafter Stöpsel. Und seltsame Materie. Du bist so schmierig. Spengler, ich bin hier bei Venkman. Er ist vollgeschleimt worden. Großartig, hebt etwas für mich auf. Da ist etwas sehr Wichtiges, was ich vergaß, euch zu sagen. Warnung an alle Geister. Donnerstag, 21 Uhr. Ghostbusters. Sat.1 präsentiert einen der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Der exorbitante Kassenschlager. Sensationell, ultra geistreich, übersinnlich, übergenial schleimig, spannungsgeladen, ionisierend, absolut. Gut geschossen, Cowboy. Was auch immer Sie morgen Abend vorhaben, liebe Zuschauer, lassen Sie es lieber ausfallen. Dieser Film ist es wert.